Ja, also es gibt hier noch ein paar Sachen hier zu machen, nämlich zum einen das Mosaik, dann Leas Grab und aha. Und dann fehlt natürlich noch Isa Ishtan, sowas. Ismail. Also jetzt müssen wir mal warten, bis meine Kollegen hier sind. Jawohl, sind sie. Dann warten wir mal, bis die da unten auch noch da sind. Na, nur so sicherheitshalber. Ja. Ja. Zur Seite. Ja, zur Seite. Ich komme. Ich glaube, ich sollte sie ein bisschen von hier runter ziehen. Aus dem Weg. Spaghetti Armee. Bah. Okay, so. Auf meinen Befehl. Also jetzt das Mosaik des Todes. Die Bodenplatten ziert ein zerbrochenes Steinbild. Das größte Teil des Mosaiks fehlt. Jons Teilstück einsetzen. Aus dem Untergrund ertönt entfernt ein Summen. Aha, und jetzt? Ah, Hüter des zweiten Fragments. Stufe 18, Stufe 16, Stufe 16. Verstehe. Aber die mache ich jetzt ohne die anderen. Dann hole ich die mal hier. Mach Platz! Mach Platz! So. Und dann gehe ich. Ich gehe. Ach nee, das war der andere. holen wir die mal dahin. Und dann werden wir mal den Hüter des zweiten Fragments platt machen. Stufe 18 ist natürlich schon nicht untaff, ne? Großer Seelentrinker. Stufe 16. So, so, ihr trinkt Seelen, na dann. Schlürft sie genüsslich. Wo bin ich denn eigentlich? Da. So, und dann laufe ich einfach jetzt mal. Selber, das scheint besser zu sein, als wenn ich, Automatik laufe. So, da vorne ist er. Muss ich nur noch warten, bis meine Kollegen da sind. Bereit. So, also, dann würde ich sagen, auf ihn. Wir locken ihn. Die Linien müssen halten! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Gegner! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Stehe bereit! Hier! Ja.
Das war's. So, was haben wir hier? Das zweite Fragmentstück. Sehr schön. Und wir haben hier noch... Oh, Stufe 11. Was hat er noch? Schönes. Robe des äußeren Zirkels. War ihm beliebig markiert. 8. Boah, Rüstung 90. Krasse Nummer. Aber da brauche ich halt Magieart 8, ne? Was habe ich denn? Oh, ich bin kurz vor Level bin ich. Na, okay. Die sammeln sich schon da oben genüsslich. Das ist gut. Da geht's aber erst hin, wenn ich, wenn ich die anderen Sachen hier auf der Map fertig habe. So, was kommt nun? Im Mosaik wurde bereits ein Teilstück wieder eingefügt. Zweites Teilstück einsetzen. Das Summen aus dem Untergrund wird lauter. Oh, jetzt sind wir schon bei 4. Und er ist Stufe 20. Ich würde sagen, du folgst mir mal. Das mag ich vielleicht gerade noch schaffen, aber ich denke, spätestens beim letzten Fragment wird es schwierig. Ja, dann würde ich sagen, auf ihn. Runenkrieger, zu mir! Feindliche Angriff! Die Ahnen rufen uns! Feindliche Angriff! Schlagen Sie zurück! Sie sind überall! Oh, kommt nur her! Level up. Gildenmeisters Kurzschwert. Aha. So. Also auf nach da oben. Natürlich erst letztes Bruchstück nehmen. Großer Seelentrinker. Hübsch, 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 hübsch. Da haben sie doch einiges Hübsches hier dabei. Was ist das eigentlich hier? Egal, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir da gekriegt haben. Was wir da gekriegt haben. Winterstern, weiße Magie 9. Leichte Rüstung 9. Das hat niemand. Kann keiner benutzen. Naja, dann. Wurscht. So, was haben wir hier? 11, 7, 7. 7, 7, 7, guck mal hier, 7. Sehr schön. 5, 5, 4 interessiert mich. 5, 5, 5, 5, das interessiert mich. Das haben wir schon. 5, 5, 3. 10. Oh, 11. 4, 10. Ja, ich weiß es nicht, wie weit ich da komme. Auf jeden Fall, den will ich auf jeden Fall auf Level 12. Na ja, gucken wir mal. So, wie schaut's? Aha. Ja, ich glaube, wir sind jetzt beim letzten. In das Mosaik wurden bereits zwei Teilstücke wieder eingefügt. Drittes einsetzen. Die Luft beginnt zu vibrieren.
Oh. Grausamer. Also einen grausamen habe ich platt gemacht, aber da gibt es noch mehr hier offensichtlich. Hüter des vierten Fragments, Stufe 23. Aha. Ja, jetzt geht's aber zur Sache. 23. Ja gut, ich meine, mit der Armee sollte das funktionieren, aber trotzdem. Krasse Nummer. Echt krasse Nummer. Oh, noch ein grausamer. Stufe 22. Seelentrinker, noch ein grausamer. Seelentrinker, Seelentrinker. Grausamer und Seelentrinker. 1, 2, 3, 4 Seelentrinker, 3 grausame. Und ein Hüterstufe 23. Meine Herren, hey. Da geht was. Möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn ich das letzte Fragment einsetze. Auf mein Kommando. Das wird bestimmt hardcore. Ja, ich würde sagen, auf ihn. Ja. Die Linien müssen halten. Bereit. Wir sind in Gefahr. Wir werden angegriffen. Mehr davon. Lacht sie zurück. Es sind zu viele. Ihr seid schwer. Sie sind überall. Feinde. Runenkrieger auf meinem Befehl. Wir sind in Gefahr. Das ist euer letzter Fehler. Die Linien müssen halten. Auf mein Kommando. Sie sind überall. Das ist ein Hinterhalt. Hier. Hier bin ich. Schließ die Reihen. Meine Axt wartet schon. Ich höre. Auf meinen Befehl. Ja. Bereit. Nur einen hat's gekostet. Das war schon echt krass. Oh, was haben wir hier? Feuerband Kampfschild Exekutor. Oh, jetzt nimm das Zeug einfach mit hier. Na super. Du wird hierher. Sofort ausgeführt. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf da mein geht Kommando. Was. Da geht was. So, jetzt kommt ihr wieder hier hoch. So. In das Mosaik wurden bereits 3 Teilstücke wieder eingefügt. Das letzte Teilstück einsetzen. Gucken, was jetzt geht. Das Mosaik ist wieder vollständig. Der Boden zittert. Die Luft wird faulig. Feindlicher Angriff! Ja. Verstärkt die Deckung! Kommen. Wir werden angegriffen! Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Stehe bereit! Das ist eine Falle! Schließ die Reihen! Wir werden angegriffen! Schließ die Reihen! Ja. Verstärkt die Deckung! Das ist ein Hinterhalt!
Schlagt sie zurück! Die Ahnen rufen uns! Auf meinen Befehl! Schlagt sie zurück! Hey, das waren jetzt ein paar grausame. Das war jetzt alles, oder was? Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Wer ruft mich? Das kann nicht alles gewesen sein. Macht Platz! Nein. Aus dem Weg! Hier. Ich hab auf mein Kommando. Absolut keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Der paar grausamen. Gut, ich meine, alleine hätte ich die nicht geschafft. Also das ist halt ein paar grausame, ne? Aber. Tja, und ich meine, es sind einiges an Items dazugekommen. Aber trotzdem, also es ist irgendwie. Mir fehlt jetzt da irgendwo noch so dieser. Dieser Abschluss irgendwie, ne? Dieses Besondere. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier nochmal fleißig auf der Map suchen. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was dazu gehört. So. Bereit. Also, das muss es wohl doch gewesen sein. Was hier das Mosaik angeht. Ich habe nichts mehr gefunden. Keine Gegner, keine Items, kein gar nichts. Deshalb werde ich jetzt die Queste, die Hauptqueste weitermachen mit dem Greif. Manifestation der Angst. Auf ihn mit gebrüllt. Gerade mal Stufe 14. Auf mein Kommando. Feindlicher Angriff! So. Auf mein Zeichen. Was haben wir hier? Nice. Menschen Stufe 9. Jetzt habe ich alles. Stufe 9. Stufe Menschen, Zwerge und Elfen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, das heißt höchstwahrscheinlich, dass es demnächst dann hier mit den Orks, den Dunkelelfen und den Trollen weitergeht. Oh, nice. Ja, ja, ja. Aber vorher muss ich jetzt erstmal den Greif befreien. Rustich Greif. Der Greif ist verletzt und wirkt verängstigt. Du bist frei. Fliege zu deinem Meister. Du bist frei. Fliege zu deinem Meister. Das hat er wohl kapiert. So, aber ich muss auch noch schnell zu dem Meister. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Wahrscheinlich nicht, ja. Denn ich muss dem ja auch noch irgendwie Schwert und so und Rüstung geben, ne? Ich höre! Ich höre! Komme zur Seite! Zur Seite! Ich darf nur nicht zu nah ran. Naja, der Greif ist einfach schneller. Naja gut, gucken wir mal, was passiert, ob ich schnell genug bin oder nicht, oder wie oder was. Aber im Endeffekt ist es so, kann ich dem eigentlich folgen? Nee, kann ich nicht.
Der wird wahrscheinlich Ismael eh platt machen. Das heißt, ich muss gar nichts groß machen. Ich muss einfach nur zugucken. Außerdem habe ich meine Armee noch da oben stehen. Ist auch nicht falsch. Ja, dann würde ich sagen, Uthar versus Ismail. Auf mein Kommando. Habt ihr alles gefunden? Eure Ausrüstung ist komplett. Tiaras Segen sei mit dir, Krieger. Ihr dient einer gerechten Sache. Heute wirst du sterben, Ismail. Das schwöre ich beim Blute meiner Familie. Ja. Ich fürchte nur, ich bin zu langsam. Wahrscheinlich haben sie das mit Absicht gemacht, dass man gar nicht in den Kampf eingreifen kann. Ich höre. Aber ich habe ja noch hier meine Armee, mit der ich hier eingreifen kann. Guck, der ist einfach zu schnell mit seinem Greif. Da habe ich keine wirkliche Chance. Kann nur sagen, folge ihm. Und mit ihm kann ich dann, sobald es losgeht, vorgehen und ihn etwas unterstützen. Wo ist er denn schon? Boah, da ist er schon. So, Das jetzt ist geht's dein los. Ende, Totenbeschwörer. Meine Rache ist Ausstempeln! nah. Ausstempeln! Kommt Zur nur. Seite! Gleich werdet ihr Bekanntschaft mit dem Tod Zur Seite, schließen. Ausstempeln! Mehr davon! Ja! Lasst ihn nur kommen! Wer ruft mich? Wer ruft mich? Mehr davon! Kommt nur her! Gleich bist du platt. Jo. Hier. Du hierher. Wer ruft mich? Du Macht Platz! hierher. Gut ist. Auf meinen Befehl. Meine Rache ist vollstreckt. Nun kann ich heimkehren. Den Rest meiner Tage werde ich Tiara preisen für ihre Gerechtigkeit und Güte. Ich wünsche euch viel Glück, Freund. Jo, dankeschön. Ja, dann machen wir mal, gehen mal da hoch und machen mal alles platte, was uns da noch in den Weg im Weg steht. Wenn da noch überhaupt noch was im Weg steht. Da haben wir erstmal eine Truhe. Geschärftes Kurzschwert. Oh, Sonne geht auf. Hübsch. Ja. Geist von Hokan Aschir. Ah, wie sieht denn das eigentlich aus? Ich habe doch beide Teile der Maske. Ja, genau. Kann Aschia. Ich glaube, ich hole mal Ausstempeln! Auf meinen Befehl! meine Armee mal lieber. Wobei, ich sollte aufpassen. Ein Runensklave,
dann seid ihr es, der meine Heere vernichtet. Ich brauche eure Hilfe. Nur euer Wissen kann die Völker des Nordens retten. Ich biete euch die Maske des Belial im Tausch für euer Wissen. Die Maske. Endlich. Gib sie mir. Erst, wenn ihr euren Teil der Abmachung erfüllt habt. Ein Magier des Zirkels. Ich weiß. Ein Bruder des Zirkels kam zu meiner Gruft. Er verspottete mich und stahl das Geheimnis meiner Rächer. Die Eisernen. Wie kann man sie besiegen? Indem ihr den Seelenschmied tötet. Er ist das mächtigste Wesen, das ich je erschuf. Er schmiedet die Eisernen aus den Seelen gepeinigter aller finsteren Esse. Vernichtet den Seelenschmied und ihr vernichtet die Eisernen. Jedoch, mein Zirkelbruder wird das zu verhindern wissen. Gibt es eine Möglichkeit, einen Zirkelmagier aufzuhalten? Ich hörte von einem Artefakt. Ihr spricht vom Phönixstein. In seinem Inneren schläft die Macht des Allfeuers selbst. Wahr, dies ist die einzige Kraft, die der eines Zirkelmagiers gleichkommt. Wo finde ich diesen Phönixstein? Bevor der Krieg ausbrach, lagerte er wohlverwahrt in den Archiven von Molandir. Ich würde meine Suche dort beginnen. Und jetzt gebt mir die Maske. Legt sie auf das Grabmal. Schnell! Endlich. Es ist vorbei. Aha. So, so. Ja, Molandir, ne? Dolle Show. Den Seelenschmied. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt gerade nach Spaziergang. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Auf mein Kommando. Ja, ja. Aha, da haben wir noch mal eine Kiste. Geht's da überhaupt hin? Zum Gottwall. Das haben wir. Ah, ja. Sehr schön. Der Älteste. Damit habe ich die Zwerge auch vollständig. Was das überhaupt ist. Der Älteste. Priester mit Mondsilberrüstung, Mondsilberhammer und Zauberstab oder Schild. Kampffähigkeit verstärkt die Nahkampffähigkeit verbündeter Einheiten in der Umgebung. Tja, aber den will ich eigentlich momentan nicht, ne? Mhm. Na gut, okay, also ihr seid damit erstmal entlassen. Euch tue ich jetzt nach hier. Zur Seite!